Hallo ihr Lieben, euer Girl Cecilia und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier bei Cecilia Talks. Heute ein Drama, eine Drama-Story. Ja, ihr seht es vielleicht schon im Hintergrund, das ist nicht mehr der typische Space-Background. Der ist zwar auch schön, aber nicht so schön wie der alte. Ich kann ja hier mal ein bisschen durchswitchen. Euch fällt bestimmt was auf. Das Märchenschloss, was ich für Parfüm-Reviews verwende, ist nicht mehr das alte. Ist zwar auch schön, aber nicht mehr das alte. Was ich wiedergefunden habe, das ist Smash. Das ist natürlich immer noch das gleiche. Strand, schöner Strand, aber nicht mehr so schön wie der alte. Ich habe den alten Strand nicht mehr gefunden. Die Herzen sehen auch noch so aus wie früher. Die habe ich auch wieder gefunden. Ja, was gibt's noch? Hier, Weingummis. Für Tasters. Nicht mehr so schön wie früher. Jetzt haben wir hier nur Gummibärchen. Früher hatten wir noch Lakritz dabei. Alles Mögliche dabei. Tja, habe ich nicht mehr gefunden. Hier Kekse. Auch schön, aber das andere war viel schöner. Tja. Und zu guter Letzt noch Schokolade, habe ich glaube ich im gleichen Background. Ja. Was hat es damit jetzt auf sich? Warum habe ich die Backgrounds verloren oder geändert? Ganz einfach. Ich bin so blöd, ich habe meinen gesamten PC geschrottet. Ich habe Windows geschrottet. Ich habe es geschafft, Windows zu zerstören. Es gibt ja immer dieses Meme, hey, Streamer XY, lösch mal System 32. Was habe ich quasi gemacht? Ich habe quasi System 32 gelöscht. Für die, die nicht wissen, was das ist, das ist quasi Windows. Na, der PC geht ja dann trotzdem noch. Na, das mehr, ich habe gar keine Ahnung vom PC. Jetzt nehme ich jetzt was Falsches sage, es tut mir leid. Aber ein PC funktioniert ja theoretisch auch ohne Windows. Dann wird das Mainboard gestartet mit der BIOS und allem, was dazugehört, Lüfter und alles. Ne, Mainboard, das kontrolliert ja alles. Das kontrolliert alles, was am PC angeschlossen ist. Festplatten, die USB-Slots und so weiter und so fort. Das geht über das Mainboard. Ne, selbst wenn ein System 32 löscht, oder wie in meinem Fall, ich Windows schrotte, funktioniert der PC an sich ja schon. Aber mir war es so, es wurde gedowngraded zu Windows 7 und Windows 7 funktioniert mit dem Threadripper, CPU sowieso nicht und dann ist immer abgestürzt und es ging einfach nicht mehr an. Alles war weg. Es ging einfach nicht mehr an. Was ist passiert? Naja. Da kam irgendwie so ein neues Update von Windows und normalerweise ist ja so, dass diese Updates immer dann anzeigen, ja, so und so 4%. Aber da stand jetzt nur, Windows wird heruntergefahren. Bitte schalten Sie den PC nicht aus. Ich habe 15 Minuten gewartet. 15 Minuten. Es hat sich nichts verändert. Ich wollte mich einfach nur ins Bettchen kuscheln. Videos schauen und einfach den Tag ausblenden. Und wenn dann der PC die ganze Zeit hier ist, noch irgendein Update macht und die ganze Zeit macht, dann ist das nicht so schön für diese Abschalt-Vibes. Deswegen kam ich auf die glorreiche Idee und habe ihn ausgemacht, obwohl da explizit steht, bitte schalten Sie auf keinen Fall den PC aus. Tja, während der wahrscheinlich in Löschvollen vor alten Windows 10 war, und das neue Windows 10 Update installieren wollte, habe ich ihn unterbrochen, weil nichts Fertiges und damit durch Windows komplett zerstört. Ich habe Windows einfach vernichtet. Und was hat das für Folgen? Wie gesagt, ich konnte den PC nicht mehr anmachen, hat versucht sich selbst zu reparieren, ging auch nicht mehr. Ich habe es einfach komplett geschafft, es zu schrotten. Ich habe quasi System 32 gelöscht. Dieses Meme. Na, alle sagen immer so, ja, macht das bloß nicht und was hat euer Girl gemacht? Ich habe System 32 mit dieser Art und Weise quasi vernichtet. Ja, der PC geht natürlich nur, alle Teile funktionieren noch, aber ich wollte da nicht mehr angehen, weil Windows kaputt war. Da hatte ich von meinem Stiefbruder damals eine Windows 10 CD bekommen, ist aber von 2017. Habe ich halt neu installiert und oh, war das schrecklich. Konnte nicht mehr geupdatet werden, weil die Version zu alt ist. Die Treiber wollten nicht automatisch sich aktualisieren. Hatte ich irgendwie so einen ganz kleinen Bildschirmausschnitt. Grafikkarte kam damit nicht klar. Nichts kam damit klar.
Habe ich aber trotzdem Treiber manuell alle installiert. Normalerweise geht das ja automatisch. Und dann war der PC fast wieder fertig. Dann fehlte da irgendwie was anderes. So, was ganz komisches, was ich installiert habe. NAT3 oder so heißt das. Wollte auch nicht installieren, habe ich 4 Stunden für gebraucht. Und das Windows-Update ging halt immer noch nicht. Und ihr müsst wissen, ich habe alles gelöscht auf dieser C-Festplatte. Alles wurde gelöscht. Was bedeutet das? Ganz einfach. Alle meine Daten sind weg. Das Steuerzertifikat, diese ganzen wunderschönen Szenen für OBS und so weiter und so fort. Alles, was mir wichtig war und auf C gespeichert war, ist halt weg. Alle wichtigen Programme, alles war weg. Ich muss es alles neu installieren. Ich habe übrigens für das Setup 50 Stunden gebraucht. Ich war super depressiv, niedergeschlagen. Es ging einfach nicht weiter hier mit den Videos, weil der PC einfach nicht funktioniert. Und es hat mich echt so viel Energie und den letzten Nerv gekostet. Echt, es war so heftig. Wer heutzutage kein PC mehr hat, der ist echt aufgeschmissen. Und ich dachte echt, den kriege ich nie wieder in Gang. Ihr müsst wissen, ich habe gar keine Ahnung vom PCs. Aber so wirklich gar nicht. Ich hatte auch keine Informatik oder sonst was in der Schule. Aber durch meinen Ehrgeiz habe ich das Unmögliche möglich gemacht. Ich habe es geschafft, als eine, die sich überhaupt nicht mit Technik auskennt, einen komplett zerstörten PC zu reparieren. Natürlich mit Hilfe von Google und Tutorials und diversen Websites, die sich damit beschäftigen. Klar habe ich mich da reingelesen. Aber ich habe auch viel ausprobiert, ne? Und ich habe es tatsächlich geschafft, komplett ohne irgendwie professionelle Hilfe, das zu setupen. Ich bin da voll stolz drauf. Auf jeden Fall hatte ich dann mit dieser CD von meinem Stiefbruder, mit dem uralten Windows, alles so wieder ready, alle Programme installiert, die OBS-Szenen hinzugefügt. Und dann ging das Windows-Update nicht. Komm mal, was ich möchte. Installiere, was ich möchte. Es ging nicht mehr. Dann habe ich auf dem Stick mit dem Windows Media Creation Tool neues Windows erstellt, zwar eine neueste Version, hab dann nochmal alles gelöscht und nochmal alles installiert. Jetzt habe ich wieder die neueste Windows-Version, jetzt geht auch alles, da waren auch die Treiber dann direkt aktualisiert. Und was soll ich sagen? Wow. Einfach nur wow, muss ich dazu sagen. Da muss ich nochmal alles installieren. Aber jetzt passt es wieder. Leute, schaltet nie den PC aus. Habt Geduld, lasst ihn 3 Stunden an, selbst wenn er steht. Selbst wenn er schon 1 Stunde oder so steht. Macht ein Update. Macht das bloß nicht. Daraus habe ich echt gelernt. So heftig. Ja, viele wichtige Sachen und Dokumente sind heute jetzt weg. Kann ich ja nichts mit denen tun. Die sind heute jetzt weg. Aber immerhin geht der PC wieder. Ich kann mir Videos machen. Auch wenn das jetzt nicht so schön ist. Oder was haltet ihr von diesem Hintergrund? Ein neues Space-Background, Kekse. Feigengummi. Das ist halt jetzt nicht so der Burner. Aber besser als nichts. Ich möchte halt wenigstens für meine spezifischen Videoformate diverse Hintergründe haben. Und naja, das mit der Stimme, wenn ich hier in OBS aufnehme, ist auch zum Kotzen. Normalerweise habe ich das immer so gemacht: über Soundmikrofon abhören. Wenn ich das jetzt mal. Klingt die Stimme metallisch, hat Nachhall. Dafür merkt ihr jetzt nichts, weil ich ein Programm installiert habe, nicht Voice Meter. Wenn ich das darüber mache, dann geht das. Dann ist die Stimme nicht metallisch. Da ist die Stimme so, wie ihr sie kennt. Aber jetzt muss ich über Umwege und andere Programme das irgendwie aufnehmen. Das ist so blöd. Und es ist auch erst seit diesem Absturz so. Und da habe ich Lost Odyssey, die ersten Parts aufgenommen. Das Let's Play und das war auch Katastrophe. Da war ich manchmal zu leise oder die Facecam hat ein bisschen gelaggt, war so asynchron manchmal. Also wirklich jetzt nicht extrem, aber ihr wisst, ich bin Perfektionistin. Und wenn es dann so 1 oder 2 Mal im Video vorkommt, dass es dann asynchron ist, dann bin ich halt schon nicht zufrieden. Ich werde es trotzdem hochladen, ist watchable, ich habe es mal angeschaut. Ist jetzt nicht katastrophal, aber für meine Standards.
Für meine perfektionistische Vorstellung halt schon ein bisschen blöd. Mann, euer Girl, ey, ich sitze da wirklich das Wochenende komplett, mach die Nächte durch, wie so eine Hardcore-Gamerin und bin nur am PC. PC, PC, PC. Es war so heftig. Ich bin durch die Hölle gegangen. Boah, das war. Nee. Das wünsche ich echt keinen. Und naja, ich habe letztens Lost Odyssey wieder aufgenommen und dann ging das aber. Mittlerweile habe ich die Einstellung einigermaßen raus. Es kann hin und wieder vorkommen, dass die Cam ganz kurz laggt, aber da auch nur für eine Sekunde oder so. Und dann geht's wieder. Immerhin ist die Cam nicht mehr asynchron. Das ist halt wichtig. Was war definitiv in manchen Parts kurz der Fall. Nur ganz kurz. Gut, ihr Lieben. Das wollte ich euch nur gesagt haben. Niemals System 32 löschen. Niemals, wenn der PC runterfährt, irgendwie den dann ausmachen, weil man denkt, der hat sich aufgehangen. Wenn man jetzt sagt, ey, Siri ist doch so blöd, da steht ja extra, mach auf keinen Fall den PC aus. Tut mir leid. Sonst stand er immer, es wird installiert. 30%, 35%. Das stand da nicht. Es hat sich einfach nichts getan. Und ich habe so lange gewartet, 15 Minuten. Und da dachte ich mir wirklich, ja, hat sie aufgehangen. Fand mich in der Vergangenheit schon öfter davon. Was soll ich sagen? Ist halt jetzt passiert, ne? Ich versuche die Dateien wiederherzustellen. Habe ich ja jetzt. Manche Sachen konnte ich ja retten, wie zum Beispiel hier der Herzhintergrund. Aber das meiste ist weg. Und da ich die Festplatte formatiert habe, ist natürlich auch alles gelöscht. Und das Schlimmste ist, dass die Steuerzertifikat weg ist. Muss ich jetzt alles neu beantragen. Nur Ärger, nur Stress. Ist ja nicht schon Stress genug, YouTuberin zu sein. Wirklich, es ist so stressig. Das ist einer der stressigsten Jobs. Jetzt mal ohne Witz. Viele Leute, die mir das nicht glauben. Du liegst im Bett, machst dir Gedanken. Was kommt morgen für ein Video? Was trägst du denn für ein Outfit? Das Outfit muss ja auch irgendwie passen. Wo bist du im Spiel? Passt das Outfit dann dazu? Und da hast du überhaupt schon Scripts für die nächste Woche geschrieben. Und all solche Dinge. Du machst dir nur Gedanken. Musst rendern und versuchen, deinen Wochenplan fertigzustellen. Dass auch die Formate und Let's Plays alle rechtzeitig kommen. Es ist so stressig. Ich liebe den Job, ja, aber es ist echt stressig. Und wenn du noch extra Stress hast, kann es sein, dass du ein Loch voller Depressionen und Hass fällst. Und da war ich drin. Ich hatte einfach nur schwarz gesehen. Die Welt war für mich nur in so einer grauen Farbpalette. Am liebsten wäre ich aus dem Fenster gesprungen. Aber euer Girl seid so ehrgeizig und hat es geschafft. Tatsächlich als komplette Laie das zu setupen. Ich bin voll stolz auf mich. Auch wenn es natürlich meine eigene Schuld war, bin ich stolz, dass ich es ohne irgendwelche Hilfe komplett allein geschafft habe. Und ich bin jetzt mal so frech und behaupte, viele hätten vorher aufgegeben oder sich professionelle Hilfe gesucht. Viele hätten das nicht alleine geschafft. Aber durch meinen Ehrgeiz, durch meine Willensstärke, habe ich es natürlich wieder hingekriegt. Und darauf bin ich sehr stolz. Jetzt kann ich wieder Videos machen. Ihr bekommt da sowieso nichts von mit, weil alles war vorproduziert. Ich bin auch sehr froh, dass die Videos auf einer anderen Festplatte gespeichert werden. Nämlich auf der D-Festplatte. Und sie war dann natürlich nicht weg. Also alle Videos, die noch nicht gerendert waren oder die auch schon gerendert waren, sind natürlich noch vorhanden. Mir ganz wichtig. Gut, ihr Lieben, jetzt aber wirklich. Daumen hoch, falls euch diese Computer-Story gefallen hat. Ich wollte euch das nur mal sagen, falls es irgendwas nicht ganz richtig ist, der Einstellung irgendwie einen Qualitätsverlust merkt oder euch fragt, hä, warum hat die alte jetzt irgendwie neue Hintergründe? That's why. Hatte ich wenigstens mal wieder was erlebt. Es war nicht schönes, aber ich kann wenigstens mal wieder mit euch über ein Drama reden. Sonst passiert ja nicht wirklich viel bei mir. Eigentlich immer das Gleiche, deswegen ist es hier Talk ja auch so ein bisschen ausgestorben. Weil ich weiß ja nie, worüber ich quatschen soll. Weil das meiste, was mich so beschäftigt,
Habe ich sowieso schon alles damals angesprochen. Aber das war jetzt mal wieder eine Story, wie sie im Buche steht. Gut, ihr Lieben. Ich würde sagen, stay awesome. Eure Cecile. Ich hoffe, euch passiert nicht sowas. Ciao. Oh, hallo. Freut mich, dass du immer noch da bist. Und das Video bis zu Ende geschaut hast. Dich habe ich ganz besonders lieb. Falls du noch nicht genug von mir hast, kannst du mich auch gerne mal auf den Social Media Kanälen besuchen gehen. Und da auch ein Follow da lassen. Ich bin ziemlich aktiv auf Twitter, Insta und Twitch. Und da kann man mich auch erreichen. Hier oben findest du die Playlist zu diesem Projekt. Hier unten ist eine persönliche Empfehlung von YouTube für dich. Und hier kannst du diesen Kanal abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Ciao!